Gestern hatte ich ein Telefongespräch mit einem Physiklehrer aus Nordrhein-Westfalen. Es ging eben um die Frage Fußball, Aufprallgeschwindigkeit des Balls, Rückprallgeschwindigkeit des Balls und so weiter. Und ich glaube, er hat mich sogar verstanden, obwohl mein Hochdeutsch nicht gerade bühnenreif ist. Ich habe das Problem jetzt ein bisschen umgedreht und nehme ein Beispiel aus dem Tennis. Aus Wikipedia entnehme ich, dass der Ball eine Masse haben muss zwischen 56,7 und 58,5 Gramm. Und wenn man den Ball aus 2,54 Meter Höhe, also das sind 100 Zoll Höhe, fallen lässt, dann soll er zurückprallen auf eine Höhe von 135 bis 147 Zentimeter. Der Tennisschläger, der soll eben eine gewisse Größe haben, alles natürlich in Zoll. Er soll eine Masse haben zwischen 280 und 350 Gramm. Daraus mache ich jetzt ein Modell, nämlich ein geradliniger Stoß zweier Körper, also ohne Berührung, direkte Berührung zur Erde, und zwar mit Massen von 58 Gramm und 342 Gramm. Der Stoß ist teilelastisch, das heißt die Knautschzone, das heißt der Ball und die Seiten verformen sich teilelastisch mit einer Stoßzahl von 0,55. Ich mache jetzt hier ein paar Vereinfachungen, die natürlich noch zu diskutieren wären. Also ich vernachlässige den Impulsaustausch durch den Arm während des Stoßes. Müsste man auch messen, aber ich glaube, man kann so schlagen, dass dieser Austausch nicht allzu groß ist, sonst gibt es ja einen Tennisarm. Dann nehme ich an, dass sich die Seiten genauso teilelastisch verhalten wie der Ball. Das wäre natürlich alles zu überprüfen. Und dann muss man aufpassen bei der Stoßzahl. Das ist keine fixe oder keine Konstante. Die kann sich ändern, je nachdem, ob wir eine große oder eine kleine Belastung haben. Also wenn man den Ball fallen lässt und das dann überträgt auf Schläger und Ball, dann ist das natürlich ein bisschen gefährlich und das müsste man ausmessen. Aber es geht jetzt nicht um die technischen Details, es geht jetzt um, wie erklärt man die Physik jungen Leuten. Und ich behaupte, was ich jetzt dann machen werde, diese Erklärung, die würde auch von einem Tennisspieler, gut, es gibt ja auch sehr intelligente Tennisspieler, verstanden. Also machen wir ein Flüssigkeitsbild. Und diese Visualisierung hilft wirklich, den Prozess zu verstehen. Im Flüssigkeitsbild ist der Impuls, das ist die Grundgröße der Mechanik, eine Flüssigkeit, daher der Name. Und jeder Körper wird zu einem zylinderförmigen Topf. Also hier haben wir den Ball. Und der Querschnitt des Topfs ist dann die Masse. Also hier 58 Gramm Querschnitt und hier 242 Gramm Querschnitt. Ich nehme jetzt an, dass der Ball mit 16 Meter pro Sekunde, also etwa 60 Kilometer pro Stunde, entgegenkommt. 16 Meter pro Sekunde und eben minus, weil der Ball fliegt jetzt in negative Richtung. Deshalb enthält der Ball auch ein Impulsloch. Das heißt, er enthält einen Impulsmangel. Der Schläger, der enthält dann einen Impulsüberschuss, weil er sich mit 10 Meter pro Sekunde anfänglich vorwärts bewegt. Und jetzt können wir den ersten Teil des Stoßes berechnen wie kommunizierende Gefäße. Wir sagen Inhalt 1, Topf 1 plus Inhalt Topf 2 durch die gesamte Grundfläche. Das ist die Geschwindigkeit, die die Körper hätten nach einem sogenannten inelastischen Stoß. Das heißt, dann sind sie gleich schnell. Der Inhalt Topf 1 ist Masse 1 mal Geschwindigkeit 1. Dann muss man einfach die Geschwindigkeit negativ nehmen, so wie es ja ist, und dann wird auch der Impulsinhalt negativ. Das heißt, also man muss diesen Inhalt hier, also 16 mal 58, negativ nehmen und 242 mal 10 positiv zusammenzählen und durch die Masse von 300 Gramm dividieren. Das gibt ein bisschen aufgerundet 5 Meter pro Sekunde. Damit haben wir die sogenannte Impulserhaltung gewährleistet. Aber im Flüssigkeitsbild wird ja der Impuls zu einer anschaulichen Größe. Und dann können wir jetzt noch die Energie rechnen, die in die Knautschzone geht. Und das geht wie folgt.
Und ich rechne aus, wie viel Impuls fließt aus dem Tennisschläger weg. Das sind 5 Meter pro Sekunde, das ist nämlich das Abfallen des Spiegels, also von 10 auf 5, das gibt 5 Meter pro Sekunde, mal die Grundfläche von 242 Gramm, das gibt 1,21 Newton Sekunde. Das ist eigentlich die Einheit des Impulses, so wie die Ladung in Ampere mal Sekunde angegeben werden kann, kann auch der Impuls in Newton mal Sekunde angegeben werden. Das heißt, diese Menge hier fließt jetzt da hinunter. Man kann ausrechnen, 21 Meter pro Sekunde, so viel steigt der Pegel an, mal diese Grundfläche gibt dann auch bis eben auf die kleine Rundung 1,21 Newton Sekunde. Jetzt fließt also dieser Impuls über eine Höhendifferenz von 26 Meter pro Sekunde, aber nur anfänglich, am Schluss fließt der Impuls praktisch horizontal. Und deshalb nehmen wir hier die mittlere Fallhöhe. Können sagen, Menge, also 1,21, da ist doch ein Schreibfehler, Newton mal Sekunde sollte es heißen, mal 13 Meter pro Sekunde, das ist 26 durch 2, das ist die durchschnittliche Relativgeschwindigkeit, das sind dann 13 Meter pro Sekunde. Und dann fällt eben die Sekunde weg, die ich hier noch hinein hätte schreiben sollen, und dann bekomme ich dann 15,7 Newtonmeter oder eben Joule. Nun die zweite Phase, also das Entspannen der Knautschzone und der gespannten Seiten, das führt dazu, dass der Tennisschläger noch langsamer wird und der Ball noch schneller. Also von minus 16 Meter pro Sekunde wird der Ball im Sinne der Rellenzahl immer schneller, bis auf plus 5 Meter pro Sekunde. Jetzt kommt noch etwas dazu. Und dieses Etwas rechnen wir jetzt nicht mit der Energie, sondern mit folgender Überlegung. Die Energie, die umgesetzt wird, die hängt ja ab von der Menge, die fließt, und der Fallhöhe. Nun sind aber beide Terme proportional zur Geschwindigkeitsänderung. Also können wir die Energie, die zurückkommt, das sind ja 55%, verteilen auf die beiden Terme, und dann können wir die Geschwindigkeitsänderung vorher nehmen, mal die Wurzel aus 0,55, und das gibt dann eben 0,74 mal die Geschwindigkeitsänderung, und das gibt dann die Geschwindigkeitsänderung. Also hier steht nachher eigentlich die zweite Stoßphase. Schauen wir uns das einmal an. Also die Geschwindigkeit 1, die ändert sich ja von minus 16, also 1 heißt Ball, von minus 16 Meter pro Sekunde auf 5 Meter pro Sekunde. Das ist eine Änderung von 21 Meter pro Sekunde. Und jetzt nehmen wir davon 74%, dann ist dann die Energieänderung nur noch 55% von dem. Und das gibt 15,5 Meter pro Sekunde Geschwindigkeitsänderung nach dem Stoß. Das heißt, wir können also das da dazu zählen, und das gibt dann 20,5 Meter pro Sekunde. Auf der anderen Seite haben wir hier einen Geschwindigkeitsabfall. Ich schreibe jetzt kein Minuszeichen, man sieht ja die Vorzeichen im Flüssigkeitsbild, von 5 Meter pro Sekunde. Und 5 Meter pro Sekunde, 74% davon, gibt 3,7 Meter pro Sekunde. Das heißt, die Geschwindigkeit des Schlägers geht dann noch um 3,7 Meter pro Sekunde zurück und erreicht dann eine Endgeschwindigkeit von 1,3 Meter pro Sekunde, also praktisch Stillstand. Wie gesagt, das Beispiel ist ein bisschen stark idealisiert, aber es ist ein komplexeres Beispiel, als häufig an Schulen gelehrt und gelernt wird. Also wenn ich so ein Beispiel an der Fachhochschule den Studienanfänger geben würde, dann gäbe das ein Riesenschlachtfeld mit vielen Formeln und null Verständnis. Und ich behaupte, wenn man solche Beispiele eben im 9., 10., 11., 12. Schuljahr, die Leute gehen heute ja sehr lange in die Schule, einführen würde, dann könnte man auf Hochschulniveau ganz anders einsteigen. Aber vielleicht bleibt das eine Hoffnung. Ich sehe einfach, wie konservativ die Lehrer sind und wie sie sich festklammern an diesem 300-jährigen Geschichte mit Newton und Euler.